Hey ihr Lieben, ja, willkommen bei Nosy Rosie, ich bin die Mia und ja, das Wochenthema letzte Woche war lesbische Erkennungszeichen. Darüber habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht. Okay, wenn ich durch die Stadt gehe und ein Mädchen sehe oder auf was ich achte, genau, also irgendwie erstmal so, also ganz oft achte ich auf die Haare. Ja, und meistens, also nicht immer, das habe ich auch schon erlebt, aber meistens irgendwie kurze Haare, Cut. Oder hier auch so Caps oder gern auch andersrum. Also ich mag das jetzt nicht machen, weil sonst meine Haare blöd aussehen. Nee, aber egal. Auf jeden Fall irgendwie Caps tragen, kurze Haare haben. Und dann achte ich meistens, also wenn ich nah genug an der Person bin, auf die Hände. Und da sieht man meistens, also entweder am Daumen im Ring oder ab und an am Zeigefinger. Also am Mittelfinger, wie Jana meinte, habe ich das irgendwie noch nie. Also habe ich nicht bewusst wahrgenommen, aber Daume und Zeigefinger sind so, du bist lesbisch. Vielleicht. Nein, oder wenn im Sommer zum Beispiel, wenn so Hemden bei Mädels, also das ist irgendwie auch so ein Punkt, also den ich, also ich rede jetzt von mir, was ich immer so also wahrnehme. Sehe ich bei ganz vielen Mädels, also in Stuttgart zum Beispiel, dass die Mädels Hemden tragen. Vermehrt kariert, aber auch manchmal einfarbig, aber Hemden. Oder, das kann ich euch mal demonstrieren, kennt ihr das, wenn ihr in der Stadt rumlauft und dann so die Hosen so auf halb, also ich sag dazu auf halb neun hängt, wenn man die also die Boxer schon sieht, das ist dann auch, also da meine ich dann auch immer, du bist es, ich weiß es. Genau. Oder auf die Schuhe. Also, da gibt es ja immer so ein paar Punkte, so irgendwie Haare, Schuhe, wie die Hose hängt. Das sind für mich so ein paar Punkte, wo ich, also wenn ich durch die Stadt gehe, da auch darauf achte oder wenn ich auf Party bin oder sonst irgendwo. Also ich achte so auf die Punkte irgendwie, wie sind so die Haare, könnte ins Bild passen, dann irgendwie so die Schuhe. Ich finde, Schuhe sind auch ganz wichtig. Also ich weiß nicht, aber Schuhe zählen dazu. Oder dann, oder wenn, also das habe ich jetzt eher so bei den jüngeren Lesben vermehrt gesehen, so Schlüsselbänder in Regenbogenfarbe oder so Armbänder in Regenbogenfarbe. Ja, also das sind so für mich die Merkmale mit. Oder die Erkennungszeichen nennen wir sie jetzt mal. Genau. Ja, dann haben wir diese Woche themenfrei. Dazu werde ich noch ein Video machen. Werde es aber wahrscheinlich nicht am Sonntag online stellen können, weil ich ab Donnerstag bis zum 1. Dezember unterwegs bin. Also gar nicht zu Hause. Und da muss ich mal schauen, wie es wird mit Videos und Posten. Ich gebe natürlich mein Bestes. Ja, genau. Und das Video für diese Woche wird jetzt in den Tagen kommen.
Falls wir uns nicht sehen sollten, wünsche ich euch bis dahin eine schöne Zeit, eine schöne Woche, Wochen. Und ja, lasst es euch gut gehen. Die Mia, ciao.